Guten Tag, ihr Leid. Wie gestern versprochen, machen wir heute genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar in der heulenden Höhle, so hieß die, glaube ich. Aber wir gehen ja jetzt schon raus. Gestern sind wir ja hingegangen und dann gehen wir jetzt halt wieder raus, logischerweise. Voilà, ich hänge gerade fest. So, wir gehen da wieder hoch. Und zwar, gestern waren wir ja auf dem Inselfelsen. Finsel. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Da waren wir gestern drauf. Und jetzt bleibt ja noch einer übrig. Also es gibt noch so Felsen. Ja, Moment, wir klettern hier hoch. So. Es gibt noch so Felsen. Und da gehen wir jetzt mal gucken, ob wir da auch drauf kennen. Also Moment, ich kann es euch zeigen. Laut Karte, ne? Auf dem da waren wir. Und ich will jetzt auf den da oben gehen. Dann müssen wir jetzt erst mal da hinlatschen. Ich hoffe, dass wir da auch drauf kennen. So mit so Seilbahn-Style. Moment, ne, gucken wir mal. Wir müssen so den Überhalt. Ne, das ist ja die Insel, wo wir drauf waren. Das ist es nicht. Aber da habe ich was gesehen, ne? Sind das. Das ist jetzt ein Wunderfall. Now? Ah, okay. So. So, ja, ich muss mich gerade anders da hile, weil meine eine Katze gekommen ist und mir zu verstehen gegeben hat, dass sie doch gefälligst unter die Decke will. Ich leide natürlich auf der Couch ganz gechillt, wie sich das gehört beim Zocken, und hab so Deck über mich drüber, wie so altes Opage. Und ist die eine Katze, Kami heißt die, ist gerade gekommen und hat so: Hallo, lass mich mal unter die Decke dort runter. Die lädt sich halt gerne unter die Decke in die Kniekehle oder so, weil es da halt warm ist. Ist es warm, aber nicht ganz ungefährlich. Denn schon manches Mal habe ich ihr auf den Kopf gepupst. So. Also ich glaube, mir kommen da nicht nie. Also ich denke, dass es der Felsen ist, aber irgendwie kommen mir da wahrscheinlich nicht auf. Kommen wir da wahrscheinlich nicht nimmer. Hopp, hüpf. Ah ja, gut. Wir kennen ja so ein bisschen Hüpfen, ne? Das ist gerade so ein bisschen. Das langt aber alles schon, um nicht hängen zu bleiben. So. Muss mal gucken. So, wir haben übrigens, wir dürften so 4 Uhr morgens haben. Boah, bin fast. Ah ja, ich kann mal. Was ist das da? Eben sieht aus wie ein Boot, gell? Irgendwie kommen wir da aber nicht auf. Wir gehen mal weiter. Okay. Ich tue dann auch gleich wieder die Helligkeit. Nochmal jetzt gleich. Wieder runterstelle. Die haben wir ja, weil wir in der Höhle waren. So, 60 ist so das, was standardmäßig eingestellt war. So. Ne, das sieht halt mehr noch 4 Uhr morgens aus. Ja, ne, ich meine, ja. Meistens ist es ja noch okay, aber wenn es dann halt wirklich da ist und dann wird es einfach zu hell und das sieht aus wie Grütze. So. Ah. Gehen wir den Weg da weiter auf. Dann haben wir uns hier mal umgeguckt. So. Ah. Nein. Oh, das war ein kurzer Weg. So, Moment. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass man da irgendwie was finde. Wo man dann da rüber kenne. Huh. Aber wir entfernen uns halt einfach immer weiter, ne? Lieber Hupse kennen wir nicht. Das nächste war halt wirklich da über das Ding, aber kommen wir da halt nicht lieber, ist halt einfach so. Eisberge. Was ist denn das Spitze da eben? Ist das Felsen oder? Moment. Da fällt mir gerade was in, ne? Sternenhöhle Hammer. Windmühle Hammer. Verschneite Berglandschaft. Am liebsten was mit Schnee. Okay. Eishöhle wird es da übergeben. Da über diese verschneite Berglandschaft. Die kann ich durchaus mole. Oder so Zaun. Ein Zaun und ein Baum.
Sie ist so ruhig gerade. Ich würde drauf hupsen. Nee. Wo kann man denn da gehen? Okay. Wenn wir dann runtergehen? Das Ding ist halt, wir haben hier aber auch noch nirgends ein Haus oder sowas gefunden. Wo man sich welche mal ausruhen könnte. Wir gehen jetzt dann runter. Ich glaube ja nicht, dass man da jetzt ganz runtergehen kann, aber Versuch macht klug, ne? So. Aber schöne Küste ist es auf jeden Fall. Oder kennen wir das Ganze nur noch? Okay. Ja. Dann kennen wir wohl doch ganz nur noch gehen. Und oben noch ein bisschen weiter umgucken. Bump. Ja. Schwarzpfotenstrand, aha. Ein bisschen Schilf. Gibt's auch eine Schwarzpfotenhöhle? Geht's um ganz an den Rand? Ich glaube, oder? Nee, oder? kann ich da über die Stadt drüber so? Ah, ich glaube, da geht's nicht weiter. Nee, da geht's nicht weiter. Ich kann zu dem Ding hier laufen. Nicht wirklich. Okay, also haben wir, so langsam müsste es doch da viel zu tief wäre, oder? Nö, ich bin da wohl immer noch. Ja, okay, Schwarzpfotenstrand. Was gibt's denn hier? Zeig mal her. Bin ich jetzt auf der Karte? Ah ja, da oben. Ach, guck mal, da bin ich dann. Ich laufe mal weiter. Da. Oh, hübsch. Oh, mit Vögelchen hast du gesehen. So. Oh, da ist Treppe. Ich geh mal gucken, wo die Treppe hinführt. Das ist wahrscheinlich die, die man hätte runtergehen sollen. Hoppala. Diese war schon älter, die Treppe, mal lieber Scholli. So, ja. Das ist die Treppe, die man hätte sollen runtergehen. Die ist aber gut versteckt, hopp. Guck mal, kann ich auch hüpfen. Hui, hui. Alle Knochen gebrochen. Jawohl. Oh ja, da hat der flöde Mann wieder viel zu tun hier. So. Blöderich. Hopp, hopp. Nix hopp, hopp. Geht nicht weiter, hopp, hopp. Hopp, hopp. Oh. Ich glaub, hier geht's nicht weiter. Ah ja, hier ist dann der Strand. Der Strand zu Amt. Oder? Ja. Eisscholle hüpfe. Ich probiere mal. Ah, ne, da ist wieder unsichtbare Wand. So. Was steht da oben? Ich kann nicht lesen. Kann ich das zoomen? Hä? Hä? Kann ich nicht lesen. Das ist da oben unter dem. Oh ja, warte mal. Ich soll ja noch schneebedeckte Berge. Also das ist so. Das ist nicht schneebedeckt, sie wären dann da oben irgendwo. Hm. Immo hier, ne? So. Gehen da jetzt halt die Treppe nuff. Und dann müssen wir ein Bild machen von einer Bergkette, die schneebedeckt ist. Und nicht einfach Eisberge. Weil das ist so. Ja, Eisberge, das können auch mit Schnee bedeckt sind, aber das ist, glaube ich, nicht das, was sie wollen. So, ich habe an die da hinne gedenkt, die Bergkette. Das ist sogar die Bergkette. So, hinne. Da muss ich doch irgendwie. Nibber? Hm. Ja, mal gucken. So. Fiedel. So, guck mal. Sieht das nicht aus, als könnte man das beklettern irgendwie? Hm. Nee, sieht nicht so aus.
Nee, 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 du. Oh, jetzt durch. Ameisenhügel. So. Auch hier. Schön, schön. So. Du hast wieder weg. Guck. Geht der vielleicht nur links? Das wäre super. Weil da will ich nämlich hier. Vielleicht. Ah, ja, okay. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind an dem Torbogen da. Okay. Dann haben wir ja aber quasi alles von der Insel da gesehen. Also von Tiefmoor. Ich glaube, da Ewe war ich noch nicht. Ach, das sind wieder mein nicht gemochte Bähnen. So. Ja, komm, oder Ewe geht's aber in die Berge, in die Verschneide. So, so kann ich doch bestimmt schön. Ich stehe Bildmole. Ach, guck mal, ich weiß, wo wir sind. So kann ich jetzt da drunter fahren und dann wäre ich wieder in deine Höhle. Aber da will ich schon gar nicht hin, ne? So, welches Bergall hätten es denn gerne? Ich mag ja das da. Ja, das sieht jetzt nicht so. Eigentlich finde ich. Da. Das sieht gut aus. Mensch, ob das schon langt? Guck mal. Tut mir leid, kleines Fixelchen. Du wärst jetzt übermolt. So. Nee, langt nicht. Beat. Ja, verschneite Berg. Dingsbums. Und ich glaube, das war nicht bergig genug. Leider, leider. Ach, die Leitern halt werden. So. Jetzt gehen wir. Wenn er da nun geht, so jetzt so zu dem Weg. Okay, dann gehe ich mal da nuff. So, hui. Guck nur. Ich weiß nicht, ob ich bestimmt hingehe, oder? Hm. Nee. Oh, aber das sieht gut aus, oder? Sag mal, habe ich ja eine Weile bei der Querflöte-Spielerin da. Du hörst, wie sie inatmet. Ich habe gedacht, das ist, ist das richtig mit dem Orchester, also richtig live aufgenommen? Ich habe aber so gedacht, dass man hört, dass er ihn atmet, weißt du? Ja, es bringt halt nichts, ne? Das. Nein. Ja, die Bilder nicht zu übermole. Ich brauchte jo. Oh, ist die Musik weg. Ich brauchte jo zum Erledigen von einer Quest. Und wenn ich mit dem Bild nicht die Quest auslöse, ist es halt. Was war das so eben? Ist das Nava? Ah ja. Ah, an dem runden Ding dahin erkenne ich, wo wir sind. Ne? So, wir sind jetzt. Komm, wir gehen mit der offiziellen Weg. Ich gehe mal davon aus, dass das der offizielle Weg ist. So, und dann geht's da irgendwo links runter, glaube ich. Oder so. Oder läuft wer? Nee, du läuft keiner. Ach, das ist schon wieder das Holzding. Boah, ich mag die Holzdinger nicht, weil es halt einfach aussehen, als würde da jemand stehen. Und die sind halt einfach überall. Da geht's durch den Durchgang. Da geht's da nun an die Küste, ins Wasser. Da wollen wir jetzt hin. Wir haben jetzt genug Tiefmoor gehabt. War ich jetzt mal so. Beziehungsweise. Ich will eigentlich schon wissen, was es mit den Kiddies da auf sich hat, ob sich da was Neues ergibt hat. Ich geh da nochmal hin. Oh, ein Stückchen. Aber wie komme ich denn da hin? Ist das schon halt irgendwie daneben hoch? Warte, ich gucke auf die Karte. Da oben war man. Wilmersbogen.
Do ungefähr sind wir, ne? Und ich muss hi. So nun. Ja, dann passt das schon, ne? Schee oder ich will leider Boot. Ach so, ja, das ist so. Das ist so, so. Ends vor dem Gasthaus, da. Da, wo man der Detektiv Conan gemacht hat. Also, wo so ein bisschen so. Ihr Leib, ich häng fest. Sorry, ihr Leib, ich häng fest, ich kann gerade nichts mehr machen. Ich mache hier kurz Päuschen, gleich geht's weiter. Moment. So, ihr Leid. Sorry für den etwas abrupte Sprung. Jo, das Spiel hat sich aufgehoben. Also, was heißt hier noch? Das Spiel ist schon älter, ne? Ist von 2019 oder so. Aber ja, es ist noch ein bisschen. Es ist halt wackelig und buggy und sowas, aber. Boah, hopp, passt schon. So. Ich musste dann jetzt von der Tiefmoor-Klippe, also von der Tiefmoor-Höhle, wie hieß sie nochmal? Rollende Höhle. Musste ich jetzt nochmal ganz hochlaufen. Und ich habe mich jetzt einfach gebeamt. So, fertig. Also ich muss nochmal neu starten. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Was machen die Kitties? Good to see you again. Hallo. Gibt's was Neues zu den Eltern der Kinder? No word. Sounds like there was a boating accident. I'd hate to think the worst, but the waves by the bluffs. Well, we're just staying positive. Besser ist das, ja. Sheriff in Navas said the kids can stay here, till we figure out who their parents are and where they ended up. I think they're settling in okay. Thanks again for your help. No problem. See you. Alles kein Problem. So, ich gehe nochmal zu den Kitties. So. Ich kann ruhig draus rumrennen, ne? Someone silly are looking after us until our dad comes back. Mhm. They're so nice. We're sorry for ja, stealing their food mach before. Gar kein Problem. Ich muss Thanks hoch. For bringing us kein here. Problem. Nochmal Schlafstunde beim Knopfloch oder was? Ja, guck. Oder nochmal Verschrecke machen. Guck, wir machen nochmal Verschrecke. Da freut er sich bestimmt. Guck mal, ich rede nochmal mit ihr. Na, awful what these children have been ja. through. We'll get them warm and fed and ready to greet their parents. You know how much I love the sea. Ja, weiß ich. But with what's happened to these children, well, the sea is something to be treated with caution. Ja, definitiv. We'll find their parents. I'm sure ja. of it. By the way, can I get you a tea? You must be parched. Let's see. Oh, ja. I've got schön. Bloomsack or mountain wort. Bergwurz, bitte. Here you go. Weil mit dem kann ich dich nämlich beamen, habe ich schon gelernt. Also, kann ich trinken und dann kann ich dir aussuchen, wo du auftauchen willst. Das habe ich schon eine Weile gerade gemacht. Sehr praktisch, ihr Leid, sehr praktisch. So. Okay, es gibt nichts Neues zu den Kindern. Oh, Schlucht, Wilmers Bogen, Tiefmoor Klippe. Ich würde sagen, pass auf, warten, wir machen. Ah, ist der Rennebo? Der Rennebo? Wir beamen uns jetzt zum Modo Nonava. Guck, zeig ich euch, wie das geht. Wuppdiwupp, mit dem Bus ins Blub. Hätten wir jetzt das schöne Niverlaufe kennen und so, aber. Ja, schon in Ordnung so. Und jetzt machen wir mal Sicherheitsspeicherung. Oh shit, fällt mir gerade was in. Nein! Meine ganze schöne Bilder, die ich gemalt habe, sind alle nicht do. Moment. Okay, wenigstens das heiße Wasser und eine Flasche haben wir noch. So, jetzt pass auf. Wir gehen da jetzt mal da hin. So, Hallöchen, Hallöchen. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Windmühle. It's a solid composition. Und eine Sternehöhle. Auch hier. Not bad. Ich hab's eigentlich schöner gemalt, ne? Aber ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir neue Aufträge kriegen. Das sind die letzten, die wir haben. Die Berglandschaften, die Eishöhle. Die derzeit in der als letzter Meeresatem bekannten Gegend. Letzter Meeresatem. Ist das das, was ich da nicht lesen konnte? Moment. Ich gucke mal.
ist der Oberwäsche. Heißt das letzter Meeresatem? Kann schon Sinn, ne? Wie komme ich denn da aber hin, ne? Mit dem Luftballon bin ich irgendwie irgendwo anders da hingekommen. Keine Ahnung. So. Also 2, 3, 4. Uns fehlt halt noch heiße Quelle. Hoppala. Weiß auch nicht genau, wo die sind könnte. Hey, so you know that hot spring I told you about? Alina and I went out there for a picnic. It was nice. And she asked me to be her girlfriend. So now we're together. Yay. Pass auf, wahre Liebe gibt es nicht. Nee, das ist so schon weird, toll, das ist toll. I feel like you had something to do with it. Anyway. Ich? Thanks for whatever you did. Ja. Let me know if you need any weird tasting ground up plants. I think they're kind of like the roots. They love dream teas too, but they believe only their gods should be able to drink them. So, ja. Okay. Nee, danke. Das war's auch schon. Let me know if you need any weird tasting ground up plants. Tschüss. Oh, mich riecht der Flödemann doch gerade auf. Sorry. So. Pass auf. Ich bin schon wieder falsch. Ich will doch gucken, was für Quests ich noch auf habe. Ah ja, stimmt, die verschlossene Kiste. Die könnte man gleich abgeben, oder? Thomas Äpfel. Da muss man mal gucken. Das da weiß ich noch nicht, wie man das so Ahnungsplakat gelesen. Gruppe namens Chess machen nach einer anderen Gruppe den Wurzeln. Ja, ist schön, ne? Okimoto, da ist unser helles Flimmern. Das habe ich aber nicht so hier geschrieben. Das ist das so. Ne? Kann ich aber halt nichts mehr machen hier. Egal. Ich gebe jetzt. Also Fischfrage. Ja. Da könnte ich Fisch verkaufen. Will ich aber nicht. So. Pass auf. Musst du. Vorsicht, junger Mann. Ganz nuff gehen, soweit ich das noch weiß. Und. Oh, Moment. Hahaha. Ich will sie erst dem Parkwächter geben. Ich hab hier so. Shit, Moment. Och nö. Oh, komm, ich geh einfach alles durch. Bergwurz, Wiesenwurz, Matwillos, Tinktur. Ausrüstung, Mantel, leere Flasche, Karte, Floß. Ich weiß nicht, ne, ich habe ja neue Lade gemisst, weil hat er nicht gespeichert und bla und blub. Hab ich doch die Kiste schon gehabt? Weiß ich nicht. Sieh mal gleich. Ich gehe erstmal zum Victor, heißt er, glaube ich. Der, wo da die Wege grabt, welche. Und laber Denemo a, ob der Kiste vermisste. Und wenn er das macht, und dann gebe ich sie ihm. Ja, weil die, wo eigentlich mir der Auftrag gegeben hat für die Kiste, ich weiß nicht, das ist, war mal so ein bisschen so. Deswegen gehe ich jetzt erst mal zum Victor. Und habe ich auch schon mal Stichchen zu laufen, merke ich gerade. Könnte man doch nicht mit der Seilbahn irgendwie fahren? Doch, irgendwie schon. Mach mal Not her, ne? Mit der Seilbahn kann ich dann doch liefern. Also, Seilbahn ist relativ. So, ihr Leid. Victor, wo ist er, der Victor? Der muss doch da irgendwo sein. Da hinten Buddel da. Ja, das ist er sogar wirklich und nicht wieder so blöder Arsch. So, du bist Victor, soweit ich mich erinnere, oder? Hm? Ja. Thema wählen. Kann ich dich nach einer Kiste fragen? What? A box? Why are you bothering me with something like that? Weißt du, was Midway bedeutet? Ich habe gehört, dass sie dir gehören könnte. Woher soll ich das wissen? Habe ich irgendwas nicht mitgeredet? Weißt du, was Midway bedeutet? I do, actually. Ja, was? Schau sie dir okay, mal an. Okay, fine. Let's see it. Well, I can't say I ever expected to see this.
Was ist das? Medva was my great-great-grandfather. Aha. His mother brought him to Eastshade with nothing to her name except some seeds from their homeland. According to the story, she kept them there, in that very box. She wanted to plant them here so Eastshade would share a piece of home. I can't believe you actually recovered it. Makes sense it would be Lady Samira's scheme, but I can't figure out what she'd want to do with seeds. Doesn't really seem to fit her style. The seeds must still be in here. I've got another key somewhere. Unless Samira got to that one too somehow. I think I'll try planting them. In pots, of course. They're an invasive species. Thanks for rescuing this for me. It's nice to have a piece of my family's history. You know what? This box is basically a historical artifact. It would be nice for other travelers to see a part of immigrant history. Would you mind delivering it to the innkeeper up the hill? Oben auf dem Hügel? Also, da? Ja, aber... Oh, da ist der Stock. Moment, ich... Hoppala. Ich gucke das jetzt noch einmal. Ah, okay, noch einmal. Also. Ich habe die verschlossene Kiste in den heulenden Höhlen gefunden. So. Parkwächter Victor war außer sich vor Freude, endlich wieder mit dem Saatgut vereint zu sein, das seine Familie mit sich brachte, als sie zuerst in Eastshade ankamen. Er bat mich, die Kiste Nadi im Gasthaus auf dem Hügel zu geben. Ja. Samira hat mich gebeten, wertvolle Kiste aus den Höhlen. Also Samira, die war halt, ne, so... Wie gesagt, die kam mal so ein bisschen... Irgendwas stimmt doch doch nicht so. Welche so kamen sie mal vor? Deshalb dachte ich so, ich gehe mal zuerst zum Victor. Aber ich wüsste jetzt nicht, was mich drauf bringt, die überhaupt zum Victor zu gehen. Naja, egal. So, zu dir muss ich, glaube ich. My great great grandparents built this lodge. Ja. Victors Kiste abgeben, so. Box. Oh, this is the famous seed box of the Medway family. I guess it's fitting to display it here, this being the place the Medway settled. Ach so. Wissen alle in der Stadt von dieser Kiste? Not at all. But us innkeepers, folks tell us things. Just the other night, I heard the wildest story about a strange musical group out in the woods. You ever think of all the interesting stories we hear night after night? Klingt nach einem interessanten Beruf. I'm gonna set up a nice plaque for this. A traveling box. How fitting for an inn. Traveling box, okay. Ich hätte gerne ein Zimmer. Hätte ich gerne ein Zimmer? Nee, danke. Was heißt hier nein, danke? Thema wählen. Nö. Alright then. It's just up the stairs, second door on the right. Wieso muss ich denn jetzt wieder für ein Zimmer bezahlen? Ich war hier schon mal. Ah. So. Das hat man schon. Ja, aber hopp, komm, ne? 11.50 Uhr, es ist eh gerade. Mach mal ein kleines Mittagsschläfchen. Mittagsschläfchen ist immer gut, so. Ich glaube, es war das zweite rechts, gell? Weil da sitzt ja jemand. Hallo. Thanks again for the ink. Ja, gar kein Problem. See you. Tschüss. Lass doch mal die Tür auf. Ein bisschen frische Luft hingucken. Das ist eigentlich ein Loch in die Tür. So, ja. Komm, wir gehen mal rund schlafen. Ich schlafe so bis... Ah, komm. Bei Stündchen kann man schon schlafen. Man hat schon lange nicht mehr geschlafen, ne? Vielleicht sollte man das mal machen. So. So. Zack, sicher haben wir ordentlich geschlafen. So. Jetzt gehen wir zurück. Na komm. Zu dem Turm wollte ich, ne? Das ist auch ein Pilz. Zack. Irgendwo ist noch so ein Aussichtsturm. Da unten geht es nur ans Wasser. Und dem Aussichtsturm wiederum kann ich dann mit der Seilwinde hinfahren zu nach Nava. So, also in die Stadt. So, komm, ich schlafe den noch mal. These trails aren't gonna take care of themselves. Ja. These trails aren't gonna take care of themselves. Ja, dann machen wir schön weiter. So. Hat gerade jemand gehuckt? Ah ja, das sind die, wo der Picknick mache die ganze Zeit.
Ivo ist Nava, oder? Ja. Das heißt ja, dass der Turm. Aber do Ivo Sinn misst, oder? Ja, da ist die Schnur. Okay. Ich will einfach nur Niva rutschen, ne? Einfach nur, weil ich es kann. Also ist jetzt hüpf. Nix Besonderes hier. Dass man da jetzt hat. Warte mal, die will ich nicht schon wieder stehen. Ja, der Hucke so ein Pärchen. Und du da chillen und unter der Decke bist du fummeln. Die will ich da jetzt nicht stehen. Macht man nicht. So. Also, da ist der Turm. So, upala. Also, dann gehen wir da hin. So. Und es geht anscheinend nur in eine Richtung. Und dann machen wir das mal. Hui. Ach, guck mal, da komme ich genau auf dem Erbsenfeld raus. Ah ja, interessant, interessant. So. Was ist das für kleine Heiselscher da eben? Ah, das sind gar keine Heiselscher, das sind Stei mit Dach. Stei mit Dach, okay. Alles klar, so, jetzt sind wir in Nava. Hallo, ich will dir nicht helfen. Hallo, ich will dir nicht helfen, ah, nicht schlecht. Sollte man jetzt mal vielleicht. Komm, wir gehen noch schnell hoch, ne? 33, ey, ey, ey. Wir gehen noch schnell hoch. Trotzdem zu der eigentlichen Auftraggeberin mit der Kiste und sahen deren. Aha, wir haben da Kiste abgegeben. Oder so. Moment. War da oben so quasi im Rollstuhl gehockt und das war so eine Art Händlerin oder sowas. Und wir haben sie, glaube ich, soweit ich mich erinnere, gefroht gehabt. Was hat es mit der Kiste auf sich? So, welche so? Aber sie hat da halt so nicht wirklich Antwort drauf gegeben. Und deswegen erschien mir das so ein bisschen seltsam, aber. Ne? So. Wir gehen mal ganz drumherum. Wo sind wir denn hier? So, AP. Ja, Alter. Puderzucker, keine Ahnung. So. Oder so weit. Ah, Bildmole, ne? Das ist, glaube ich, nicht das, was ich wolle. Da ist zu. Das ist mein. Guck mal, ich laber so nochmal an. Some blue here. Ah, ne, green. Das ist einfach mein Moler. No, mein Moler. Yellow. Ja, ja. Meine Malerchefin ist es. So, weiter geht's zu dir. Da huckt sie. Come back to taunt me? Or are you gonna give me the box after all? Ich weiß, dass diese Kiste nicht viel enthält. You! You stole the jewels, didn't you? You thieving shrew! Juwele, du spinnst doch! Die Kiste enthielt Saatgut. I don't speak to liars. Ah, jetzt verstehe ich, was los ist. Leave me be, child. Okay, habe ich mir's doch gedacht. Hab ich's mir doch gedacht. Die hat irgendwie denne, wo da kum sind, de Medeva oder so, die Kiste abgeluchst und hat gedenkt, dass da Juwele oder sowas drin sind, also was sehr, sehr Wertvolles. Dabei war halt einfach nur Saatgut drin. So, jetzt zu dir. A fine day for science. How's the hot spring sample collecting going? Bin noch nicht fertig. Hey, muss ich. I do love. How's the hot spring? Ja, Thema wähle. Richtige Trommel, verschlossene Medra Kiste. Is an old Bearfolk family name.
A few bear folk around here have ancestors named Medva. Our own ranger, Victor, down at the National Park is one that comes to mind. His ancestors were voyagers long ago. From what I've heard around town, Lady Samira also has family in the Medva line. Mhm. Ach, daher. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Na, tschüss. So, uns fehlt jetzt noch eine... ein heißes Dingens. Wie heißt es dann? Teekessel? Nee, kein Teekessel. Mann, ey. Also wir haben noch eine leere Flasche für Probe für die heiße Quelle. Dann würde ich halt mal hingehen und sagen, ich tu mich jetzt mal informieren, wo es die zu finden gibt. Und dann gehen wir da hin. Aber erst in der nächsten Folge. Das ist mein Plan für, für die nächste Folge, dass wir wahrscheinlich an die letzte heiße Quelle gehen. Also, schalten wir mal wieder in, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sehen wollt, wo die letzte heiße Quelle ist. Tschüss.